Aber nachdem jetzt meine Stimme ganz unauffällig durch den Raum gewandert ist, ich brauche euch da nichts vormachen, damit ich mir mehr oder weniger meinen Coverheber holen und basteln kann, kann ich jetzt nämlich auch den Klebepunkt hier entfernen, um euch das Innenartwork vom Steelbook zu zeigen. Aber zuerst schauen wir mal aufs Backcover. Das sieht ja, finde ich, eigentlich relativ fein aus. Gefällt mir recht gut. Das Einzige, was mir an diesem Steelbook überhaupt nicht gefällt, und ich glaube, ihr könnt es erraten, ist einfach die Tatsache, dass es im Hochglanzformat ist. Und okay, na gut, also das ist gar nichts. Also ich würde sogar fast so weit gehen und sagen, bist du deppert, ist das schier. Das ist echt, also eigentlich, wenn ich es mir jetzt so recht überlege, ist das ganze Steelbook eigentlich ziemlich sauschier. Also auch das Front- und Backcover-Artwork, es hat einen eigenen Stil, der, nehme ich jetzt einmal an, auch zum Stil vom Film passt, weil sonst wäre es noch schlimmer, aber also gefallen tut mir das optisch da gar nicht.